Halt, warte. Halt, Leute, wartet mal. Denkfehler. Halt, stopp. Wir brauchen. Sonst funktioniert es auch noch alles gar nicht. Mache ich das denn jetzt auf dieser Seite? Kacke. Gar nicht mehr. Doch, muss ich ja. Ist aber nicht schlimm. Doch, eigentlich schon, aber es könnte schlimmer sein. Wir müssen erstmal so Fehler aufheben. Ne? So, eine Wall. Egal woraus, ist aus Granit, die machen wir, reicht auch auf einer Seite und dann bauen wir dann vorne wieder noch eine Rampe. Construction, Ramp, auch dahin, auch aus Granit. Ich hätte es auch direkt aus Glas machen können, das wäre so viel schlauer gewesen. Aber wenn ich schlau wäre, dann... Na, ich sag das lieber nicht. Also, bauen, Construction, Floor, drei Felder. Dann haben wir nämlich das und dann machen wir Construction. Wall, dann nehme ich da. So, das ergibt ja Sinn, weil von oben kommt ja das Wasser. Das Wasser soll aber die Eingänge nicht zumachen. Das heißt, wir brauchen da theoretisch halt irgendwie einen Boden oder eine Decke zwischen, dass der Gang hier unten halt frei bleibt. Nur der ist jetzt da. Jetzt können wir die Granitwand wieder hinbauen. Denn wenn wir hier unten dann sozusagen jetzt dann Wand-Wand setzen, hat es ja auch eine Decke, dann haben wir hier sozusagen eine Fünfer. Hier haben wir eine Wand-Wand, hier auch Wand-Wand. Das Wasser, das von oben kommt, kann an den Seiten oben und unten über diesen Tunnel dann vorbeifließen. So, alles andere funktioniert ja nachher gar nicht. So, wenn ich jetzt als Channel, sperren wir natürlich wahrscheinlich gleich einen Zwerg hier draußen ein. Oder er fällt runter in die dann vielleicht vorhandene Magma, wir wissen es nicht. Ja, die Zwerge müssen noch nach und nach hier kommen, weil es ja nach und nach noch setzen können. Hier ging es ja ein bisschen schneller, hier ist aber schon fertig. Hier könnte ich jetzt theoretisch schon. Ne, hier will ich noch gar nicht channeln. Will ich doch schon channeln? Ach, ich weiß es nicht. Ich war doch darauf, dass sie irgendwann hier unten einen Zwerg einsperren. Weil er irgendwie aus irgendeinem Grund nach dem Channel mal da unten rumläuft und es voll cool findet, da unten rumzulaufen. Und dann ist er halt irgendwann mal weg. Bussard kämpft gegen Pferde. Wie gesagt, ich hätte das direkt, also die Wand hätte ich direkt in Glas bauen können, weil es muss ja eh Glaswand sein. Von Höhe in Diagonal kann ja nichts laufen, soweit ich weiß. Weil hier kommt ja nachher auch keine Wand hin. Die Wand ist nur hier, aber das Wasser, was hier in diesem Teil ist, kann ja nicht hier runterlaufen, weil die Wand ist ja da. In der Theorie. In der Praxis könnte es anders aussehen, werden wir rausfinden, was natürlich der Super-GAU wäre. Was auf der anderen Seite aber dann einfach theoretisch verhindert werden kann, wenn man das Wasser
von hier vorkommen lassen? Können wir das abriegeln? Wir können auch auf beiden Seiten sozusagen ein Floodgate setzen. Floodgate hier, Floodgate da. Das Wasser kommt von hier. Machen das zu, wenn wir feststellen, dass das Wasser hier irgendwie komisch läuft, dass es hier doch eindringt, könnte man dann sozusagen hier ein anderes Floodgate zumachen, um auf Nummer sicher zu gehen, um nicht alles nachher wegzufluten. Das wäre vielleicht angebracht, mit zwei Floodgates hier oben zu arbeiten. Okay, Rundstutzen. Schön, dass du da warst und vielleicht sehen wir uns ja Sonntag wieder. Dir noch einen schönen Abend. So, jetzt haben wir das, ich habe den Tier natürlich aufgehört, aber ist nicht schlimm, das ist gemacht worden. Construction, Floor, Glas. Sind auf alle Fälle produktiv heute. So. Das heißt aber jetzt auch bei Work Orders, gib einfach schon mal den nächsten Auftrag an mit Sand. Wir brauchen den ja. Wenn wir irgendwas brauchen, ist es aktuell Sand. Wir brauchen tausende Tonnen von Sand. Und die beiden müssen jetzt eigentlich weg. Da kommt dann eine Glaswand hin. Wie hat hier wieder nachher sowieso. Die Wand läuft ja nachher hier lang. Da hat man hier sozusagen einen Dreierdurchgang. Der geht hier nachher auf den Smoothen-Durchgang ein, weil hier kommen nachher die ganzen Gildenhallen, Tempel und so weiter. Die kommen halt hinten, weil ich möchte ja, wie gesagt, alle Zwerge und alle Gäste, hier kommt eine riesige Taverne hin und so weiter, die sollen alle durch die große Halle laufen. Diesen Arbeitsaufwand, den wir uns hier seit Monaten antun, der soll sich gelohnt haben. Das heißt, jeder muss das sehen. Fertig. Da führt halt nichts dran vorbei. Construction of Floor suspended. Welchen Floor habt ihr suspended? Ach, draußen wahrscheinlich. Natürlich. Wir haben doch genug Silber. Macht es doch einfach. Es ist doch nicht. Hier ist ja nicht mal irgendwas Schlimmes hier draußen. Den Zyklopen haben wir getötet und mehr war doch gar nicht. Jetzt habe ich den Boden weggenommen. Also die Wand weggenommen. Ist der Boden mit weg? Construction Floor. Da jetzt aber bitte Glasfloor. Und dann Construction Wall. Die Glaswall. Jetzt wäre natürlich gerade die Frage, ich kann mir Glas natürlich auch in Massen sparen, ne? Indem ich nämlich zum Beispiel sage, hier kommt ja eh eine Wand hin. Den Boden nehme ich zwar raus, und den Rest könnte ich ja lassen. Dann habe ich zwar trotzdem alles gechannelt, man könnte es theoretisch sehen, aber es ist alles halt aus Glas. Ich habe nicht den Steinboden dazwischen gelassen. Weil ich jetzt ja gerade festgestellt habe, wenn ich jetzt nämlich den Boden darauf, also das Ding ist entfernt, ist der Boden auch weg. Das heißt also, ich gebe zwei Glas aus, einmal für den Boden, einmal für die Wand, bekomme aber theoretisch durch den Abriss nur einen wieder. Das heißt, ich verschwende 50% von meinem Glas. Also sehr viel weniger, weil aber auf dieser Strecke gebe ich doppelt so viel Glas aus als nötig.
Das muss ja nicht sein. Dann kann ich das auch einfach channeln, sage hier Boden, Wand, Boden. Und spare mir halt das Glas. Also hab das Glas dann noch. So. Schön wäre es, wenn es keiner hier runterfällt, weil euch die Sachen unterm Hintern weggebaut werden. Das wäre noch nett. Ist ja nicht so, dass das unwahrscheinlich wäre. Wäre auch schön, dass ihr, wenn hier unten kein Glas jetzt landet. Weil das ist ja der Wasserschacht. So, und jetzt kann ich sagen, Wall, Duck. Aus Glas. Auch aus Glas. Dann passt das doch, oder? Ja. Dann sollte das eigentlich alles super funktionieren. Tantrum, du bist eben Knast, glaube ich, noch, ne? Du bist aber jetzt nicht der. Gab es jetzt für diese Massenschlägerei oder dieses Massenmorden, wo 9 Zwerge gestorben sind, ist da jetzt kein Fall für aufgegangen? Gibt es da keine Zeugen für? Den kann mir doch keiner erzählen. Also, es sind 9 Zwerge gestorben. Die haben sich alle geprügelt. Und jetzt will keiner was gesehen haben. Irgendwie glaube ich das nicht. So, wo ist jetzt der eine Engrafte? Da. Oh, keiner erzählen hier. Ja, hat keiner was gesehen? Nein, da war nichts da, da war nichts. Was, die Toten? Aber keine Ahnung, warum der Friedhof plötzlich so voll ist. Wir haben nichts mitgekriegt. Nö, nö. Das war hier schon immer so. Wie dass mein Glasblock da unten landet. Könnt ihr mit dem bauen, bitte? Der soll nicht unten im Keller landen. So muss ich nachher nur aufpassen, dass ich auch nur die Wände engrave, ne? Ich darf den Boden nicht engraven lassen. Aber wie gesagt, die Fläche hier, die wird so lange gut gehen, bis wir hier oben drauf stoßen. Dann wird die nach und nach geflutet. Der Magmasee dürfte dann eigentlich kein großes Problem sein. Gut, die Magma-Krabben und so weiter. Wäre doof, wenn die uns hier nachher alle entgegenspringen. Aber dann stellen wir irgendwo in die Nähe nochmal das Militär ab, nur für den Fall. Hoffen, dass nicht so viele Zwerge aufgrund der Panik bei den Magma-Krabben in die Magma fallen. Und dann ist auch gut. Ja, die Probleme kennen wir alle schon. Jetzt hat er einfach irgendjemand seine kaputte Hose liegen lassen. Jetzt denkt man einfach drüber nach. Ein Zwerg stellt fest, scheiße, meine Hose ist kaputt. Zieht sie aus und geht nach Hause. Also ich versuche mir gerade vorzustellen, wie meine Kollegen gucken würden, wenn ich jetzt auf Arbeit sitze und merke, meine Hose ist kaputt. Und die dann einfach ausziehe und sage, ja, nee, ist kaputt. Ist ein Loch drinne. Und dann kann ich freischwingend durchs Büro tanzen. Und jeder, der sich das jetzt bildlich vorstellt, das ist nicht mein Problem. Okay, Channel. Weiter geht's. Nächste Reihe. Spannungsbogen. Habe ich schon mal gesagt, ne? Das ist halt wirklich, wenn man jetzt so ein Großprojekt hat, das kann man, also man kann das Projekt selber jetzt nicht wirklich spannend verkaufen.
Aber die Zwerge sind ja nicht doof. Wir haben das jetzt ja schon ein paar Mal mitgekriegt. Die Zwerge wissen, wie man spannend macht. Wenn die meinen, boah, also langsam, das Bauvorhaben, das wird doch ein bisschen eintönig. Komm, lass uns mal alle uns gegenseitig umbringen. Das kommt dann nämlich richtig gut in so einer Situation. So, setze ich da einfach auch wieder ein Glas hin und aus dem Block. Und dann kann ich da drüber noch den Boden setzen. Wupp, Gralas ist weg. Dann warten wir, bis sie sich runtergearbeitet hat. Die Sorge, die ich mir nur mache, ist, ab dem Moment, wo wir da durch, das dauert bis hier. Dann haben wir zwei Drittel fertig. Bis wir auf Magma stoßen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass alle Zwerge sterben, wird dadurch sehr gering. Finde ich gut. Okay, ihr baut. Und die ersten kommen schon zum Widersetzen von den Blöcken da oben. So, das ist jetzt ja fertig, ne? Hier 5, da Boden, Boden. Genau, das Wasser, das von oben kommt, trifft hier auf den Boden und läuft dann nur oben und unten dran vorbei. Die Magmakrabbe ist schon wieder da und kämpft gegen den Armor. Magmakrabbe ist schon tot. Das ist gut. Brauchen wir uns wenigstens da nicht noch mit beschäftigen, mit irgendwelchen Magmakrabben. Genug andere Probleme. Construction, Wall. Dann noch den Flur. Mal sehen, bis der letzte Block ja auch noch weg ist. So. Ah, da fehlt auch noch einer. Aber es ist egal, weil es ja eh zu viel ist, um das im einen Rutsch zu machen. Der macht ja nur 31 oder sowas. Könnte noch einer kurz buddeln? Wäre voll nett. Gut, und da wo die Säulen sind, können wir nachher ja auch den Rand wieder rausnehmen. Ne? Hier. Das brauchen wir ja auch nicht. Doch, brauchen wir schon, weil in der Mitte hält ja nichts. Dann läuft das Wasser ja nachher doch auf die Magma und macht Obsidian. Stören mich nachher hier unten in der Magma kleine Obsidiansäulen. Die könnten stützend wirken.